Wir haben heute ein Nachgefragt-Spezial zum Thema Kontergan. Herr Jatzombek, heute war die erste Lesung des dritten Kontergan-Stiftungsgesetzes. Ja, wir haben heute die erste Lesung gemacht für die Reform des Kontergan-Gesetzes und ich glaube, dass wir einen großen Erfolg erzielt haben, denn wir haben jetzt 120 Millionen Euro mehr jedes Jahr für die Kontergan-Geschädigten. Und die 120 Millionen, wie teilen die sich auf? Es geht erstmal um eine Erhöhung der Renten. Dafür werden jedes Jahr 90 Millionen Euro aufgewendet. Und es war bisher so, dass in der Spitze die Schwerstgeschädigten eine Rente von etwas über 1100 Euro bekommen haben. Und das werden künftig fast 7000 Euro sein. Wir haben ja eine Versechsfachung vorgenommen. Und es geht uns eben besonders auch darum, ein einfaches Beantragungsverfahren zu haben, pauschalierte Dinge, sodass halt eben das auch sehr schnell an die Betroffenen kommt. Und die übrigen 30 Millionen, was passiert damit? Es gibt weitere 30 Millionen für Sonderbedarfe. Es ist so, dass es Kontergan-Geschädigte gibt, die halt nur verkürzte Arme oder nur verkürzte Beine oder zum Teil sogar beides eben haben und die sehr viel kompensieren müssen, indem sie Gegenstände mit den Zähnen, mit dem Gebiss halt eben transportieren. Und deshalb ist der Verschleiß da sehr hoch und auch die Ansprüche an eine Erneuerung der Zähne sind eben entsprechend hoch. Und sowas beispielsweise auch andere Dinge sollen halt durch diese 30 Millionen für Sonderbedarfe gedeckt werden. Und ab wann tritt das Gesetz in Kraft? Es wird rückwirkend zum 1.1. diesen Jahres werden rückwirkend die erhöhten Renten bezahlt und ich glaube, dass es auch sehr gut und auch sehr wichtig ist. Wir haben eine Studie erstellen lassen von der Universität Heidelberg, die halt hervorgebracht hat, dass heute 50-jährige Kontergan-Geschädigte körperlich in einer so schlimmen Lage sind wie sonst Menschen erst mit über 80 Jahren. Und da sind häufig auch nicht mehr die Eltern da oder auch nicht mehr leistungsfähig, um zu assistieren. Und wir haben natürlich die Erwartungshaltung, dass jetzt mit diesen sechsfach so hohen Renten auch eine persönliche Assistenz möglich ist und mehr Assistenzbedarfe gedeckt werden können von Menschen, die es halt eben wirklich auch alleine nicht können und die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen jetzt helfen. Und ursprünglich hat ja der Staat die Verantwortung eben für diese Kontergan-Katastrophe übernommen. Warum? Ja, das haben mich viele im Internet auch gefragt, warum sind das jetzt eigentlich alles öffentliche Mittel, warum wird das aus Steuergeldern finanziert, 120 Millionen Euro jedes Jahr. Es war halt so, dass es Ende der 60er Jahre einen Prozess gegeben hat zwischen den Opfern und der Firma Grünenthal, der endete 1970 mit einem Vergleich und daraufhin hat damals der Deutsche Bundestag unter der Regierung Willy Brandt, sozialliberale Koalition, beschlossen, auch sämtliche Verantwortung auf den Bund zu übertragen und damit auch die Firma Grünenthal sozusagen aus der Verpflichtung zu nehmen. Es wurde eine Stiftung gegründet. Grünenthal hat damals 50 Millionen Euro Stiftungskapital mit auf den Weg gegeben, was allerdings im Jahre 1997 bereits aufgebraucht gewesen ist. Und wie beurteilen Sie dann insgesamt den Umgang mit diesen Menschen bisher? Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir halt eben jetzt wirklich richtig helfen, dass auch keiner von den Betroffenen irgendwie Sorgen haben muss, zumindest keine Sorgen, was sein finanzielles Auskommen und Assistenzbedarfe betrifft. Und ich finde es auch wichtig, dass das jetzt alles schnell und unbürokratisch und ohne irgendwelche Antragsverfahren geht und dass es vor allen Dingen sehr würdevoll geht. Ich habe mich in der Anhörung auch bei den Opfern dafür entschuldigt, wie teilweise mit ihnen umgegangen worden ist, weil ich auch glaube, das sind wirklich Menschen, die für dieses Schicksal nun wirklich nichts können. Und denen muss man helfen. Und da muss man auch gut mit umgehen. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass da sehr verwaltungsbürokratisch auch umgegangen worden ist. Und ich denke, dass wir mit der Verdopplung schon im Jahr 2008 der Renten und eben auch jetzt mit diesem neuen Gesetz wirklich auch etwas tun, was den Betroffenen angemessen hilft. Erwarten Sie denn von Grünenthal jetzt auch noch was? Ja, ich denke, wenn wir jetzt aus öffentlichen Mitteln jedes Jahr 120 Millionen Euro geben, dann haben wir zwar keine rechtliche Möglichkeit, von der Firma Grünenthal etwas zu verlangen, aber ich würde es mir doch sehr wünschen, dass Grünenthal hier auch einen Beitrag leistet. Grünenthal hat auch 2008 einen Beitrag geleistet, als wir halt eben schon die Kontergan-Renten verdoppelt haben und ich erwarte das von Grünenthal auch jetzt. Und in der Anhörung wurde auch sehr viel von Transparenz in der im Stiftungsrat beziehungsweise auch in der Gesamtstiftung gesprochen. Das ist mir auch ein wichtiges Thema. Das kam in der Anhörung deutlich hervor, dass sämtliche Sitzungen der Stiftungsgremien nicht öffentlich tagen.
ist, glaube ich, im Jahre 2013 auch nur noch bedingt nachvollziehbar. Es sind natürlich sehr viele persönliche Dinge, die auch besprochen werden, Angelegenheiten von Einzelpersonen. Das ist natürlich klar, dass der Datenschutz dann verbietet, dass sowas öffentlich ist. Aber so wie es im Gemeinderat oder im Stadtrat auch ist, dass die Dinge, wo keiner individuell betroffen ist, dass die dann öffentlich gemacht werden, das denke ich, sollte auch in der Stiftung der Fall sein. Und deshalb haben wir auch in die Novelle des Gesetzes nun hineingeschrieben, dass das Informationsfreiheitsgesetz auch für die Kontergan-Stiftung gilt, denn das gilt sonst nur für Behörden und damit auch die Zusage einhergeht, dass da auch mehr Transparenz jetzt entsteht. Sie ziehen also insgesamt ein positives Fazit. Ja, ich glaube, dass wir jetzt wirklich hier ein starkes Signal gesetzt haben. Wir haben wirklich eine gute Arbeit beim Finanzminister geleistet und haben jetzt auch die Mittel zur Verfügung gestellt, von denen ich glaube, dass sie wirklich helfen. Und ich habe wirklich, muss ich sagen, mit vielen Kontergan-Geschädigten gesprochen und das ist schon ein wirklich hartes Schicksal, was diesen Menschen widerfahren ist. Und ich finde, wir sind hier gesellschaftlich auch in der Verpflichtung, wirklich zu helfen, nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern das eben auch sehr würdevoll zu tun. Und ich hoffe, dass die Betroffenen das Signal, was wir jetzt senden, auch so empfinden. Und wir haben auch schon sehr positive Zuschriften bekommen. Und ich kann auch an dieser Stelle nur auch nochmal wirklich an allen Kontergan-Geschädigten erklären, dass wir sehr mit ihnen mitfühlen und sehr mit ihnen mitleiden und dass wir uns hier auch sehr in der Verpflichtung sehen, ihnen zu helfen. Okay, vielen Dank.